Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Genau, wir sind bereits in Folge 48. Ihr seht, der Drescher da schon wieder am Rummeutern, dass er voll wäre. Der andere ist eh voll. Liegt einfach daran, dass wir nicht mehr super viel Platz hatten in den LKWs. Das wird bei dem Mondpart jetzt gleich genauso sein. Das heißt also, da werden wir auch nur minimal noch was rausnehmen können und dann war es das. Ich werde jetzt hier, damit ich den anderen gleich nochmal wieder leer machen kann, mit einer Windeseile hier in die Mühle fahren oder zur Mühle fahren und uns hier die Produktion anschmeißen. So. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Da sind wir. Die Weizenpart hier ausladen. Ne, da bis hinten per Laufsystem sozusagen abgeben. Ne, so besser. Ja, jetzt sieht man hier so. Da seht ihr wieder etwas weniger, ein bisschen seitlich weniger, aber wie gesagt, weil wir haben einen guten Preis für Mehl gehabt. Der war, ich glaube, zweieinhalb, fast dreimal so hoch wie der Preis für nur das Getreide zu verkaufen. Deswegen nutzen wir natürlich die Gelegenheit, dass wir gleich die Mühle hier nebenan haben. Wir werden jetzt auch gleich mal eine Runde rüberfahren gleich und den Drescher wieder leer machen. Und dann kümmern wir uns um den anderen Drescher. Der wird dann leider auch eine Runde warten müssen, bis wir mit dem anderen LKW soweit sind, weil mit dem dritten LKW können wir jetzt leider nicht einspringen. Das hätten wir ja sonst gemacht, ne? Hätten den anderen LKW, hätte einfach die LKWs ausgetauscht. Deswegen hat man ja eigentlich bei zwei Drescher drei Stück, dass immer einer Springer ist, ne? Aber in dem Fall haben wir da Mist drin. Deswegen wird das noch nichts. So, der kann sich erstmal in Ruhe leer machen. Der wird jetzt den Drescher minimal leer machen. Ich habe schon mal die Minimap aus, dann sehe ich minimal auch gar nichts. Und bei Mohn, wenn wir gleich die letzten Liter uns hier gönnen, das sind irgendwie so 2300 ein paar zerquetschte oder sowas. Ne, 2200 ein paar zerquetschte sind es nur. Während wir uns die gönnen, werden wir mal gucken, wo wir den Mohnen verkaufen. Weil das ist nämlich jetzt das erste Mal, dass wir wieder Geld machen hier. Ne, unsere 73.000 da oben sehen nicht so rosig aus. Wie gesagt, er wird jetzt hier nur so ein bisschen uns abgeben können, aber wenn wir dann nur 5 Meter weiterfahren, wäre es schon wieder voll, so halbwegs. Aber wie gesagt, wir kriegen das hin. Ihr seht jetzt selber, er hat jetzt die 1, 2, 3, 4, ja, so 4, 3 Viertel Bahnen gefahren, ne? Und wir haben vollen LKW. Wenn wir uns die Größe vom Feld angucken, dann sehen wir, dass wir also hier noch mindestens 2 LKWs runterholen werden. So, wir gucken fix nach dem Preis. Wir brauchen jetzt hier in dem Fall nicht den Blaumohn, sondern den normalen Mohn. Und das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Der momentan aktuellste Preis ist der. Wo sehen wir das gute Stück denn auf der Karte? Das ist da. Das ist auch gar nicht mal so unbedingt super weit weg. Da müssen wir mal gucken, ob das nicht dann wieder da ist, weil das da gar nicht sein kann oder so. Das ist also sehr verschroben da in der Ecke. Da passen nicht immer alle Punkte. Okay, ich mache die Klappe zu. Ich drehe um. Ich habe ja gesehen, es geht nach unten. Und rüber. Ich guck nochmal. Habe ich da oben rumgefahren, wäre der Weg fast genauso lang. Da unten blinkt er jetzt, wenn ich auf der Karte gucke. Okay. Also ich lasse mich überraschen, Boris. Ja, der Korntank ist wieder voll, das wissen wir. Weil wir ihn leider nicht viel abgenommen haben. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal sehen. Ich lasse mal die Minimap an, sonst finde ich mich gar nicht zurecht. Wir müssen natürlich erstmal sehen, dass wir jetzt den Blaumohn hier verkaufen. 1600 und ein paar zerdrückte, das ist natürlich ganz ordentlich. Da können wir uns nicht beschweren, da kommt was über 100.000 raus. Das frischt unsere Kasse schon mal gut wieder auf. Das heißt, wenn wir die anderen, was weiß ich, zwei Lieferungen oder sowas, zwei Ladungen, ne, da zeigt uns der ein Pfeilchen an. Mal sehen, ob es auch tatsächlich stimmt, die Position, die er uns da angibt. Da bin ich mal gespannt. So, hier haben wir einen leichten Zubringer. Unser kleinen Feldweg hier.
Hier fährt die Straßenbahn. Und wir müssen jetzt hier rechts rum. So. Bleibt man gleich hier auf der Überholspur sozusagen. Jetzt muss ich hier links ab, wenn ich mich nicht täusche. So. Einmal dreist um die Kurve und ein bisschen Richtung durch den Wald und dann sind wir schon bald da. Ne? Irgendwie sowas war das. Aber wie gesagt, der Drescher wartet jetzt natürlich leider. Der andere ist zum Glück ganz, ganz leer gemacht worden. Der ist jetzt gerade bei 51 PS. PS, ich rede schon wieder Blödsinn. Prozent, ne? Fängt auch mit P an, ganz toll. Und der arbeitet dementsprechend noch. Das ist dann auch okay. Aber er hier ist so, ne? Der andere steht da jetzt und macht dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Warum habe ich jetzt hier so abrupt gebremst? Weiß auch keiner, ne? Zug habe ich selber abgeschaltet. Ich würde es wollen. Also, nicht den Zug insgesamt abgeschaltet, sondern natürlich ihn angehalten. So muss man sagen. So, hier haben wir es auch durchgemogelt. Also offiziell blinken tut der Punkt da. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt merken. Sind vorsichtig um die Kurve fahren hier, da kommt nämlich Gegenverkehr. Das passt also alles. Also hier vorne war der Punkt, den wir woanders gefunden, gesehen oder gesucht hatten. Ja, der andere ist auch langsam voll. Es kann sogar gut sein, dass wir den anderen gleich zwischendurch noch einmal leer tanken, während wir hier noch gar nicht mit zurück sind. So, wollen wir mal gucken. Zeigt der Strahl uns jetzt hier einen Supermarkt an oder nicht? Oder ist hier nochmal ein Kartenfehler? Nee, wir sind am Supermarkt. Das ist für ein Traum. Der passt perfekt. Hinten ist die Einfahrt. Die werden wir noch mal nutzen. Dann können wir nicht einmal schön rumfahren. Okay. So. Einmal schön rumfahren ist, glaube ich, gar nicht. So, dann schauen wir doch mal. Da ist der Verkaufspunkt. Aber ich werde hier einmal schön wenden. Oh, der Verkaufspunkt ist auch groß. So, hier können wir jetzt unseren Wohn loswerden. Das ist doch schon mal schön. Dann schalte ich jetzt mal auf den anderen Kollegen um. Dafür muss ich mich erstmal ganz durchsippen hier. Und wir müssen natürlich darauf achten, ...127.000, wie viel Geld er einbringt, wollte ich gerade sagen. 127.000, da steht's. Das ist doch mal super. So muss das sein. Der wird jetzt hier noch einmal den kleinen Streifen mähen. Das kann er meinetwegen auch. Das stört mich nicht die Bohne. Da sind wir wieder. Motor wieder an. Wir können das Ganze hier gut auslocken. Ja, ich hätte über den grünen Streifen fahren können, aber das wäre irgendwie nicht richtig, finde ich. Kann zwar ab und zu mal über den grünen Streifen fahren, aber das ist jetzt also kein so riesiger Umweg gewesen hier. Wir sind ja schon relativ zügig unterwegs hier. So, sehr schön. Ja, also die Zufahrtsstraße und kleine Ortschaften gibt, ne? Ja, die Stelle haben wir ganz woanders gesucht, die war ja, ne? Haben wir irgendwo hinten bei der Brücke gesucht. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier links wieder rein. Wieder durch den Wald und dann müssen wir sehen, dass wir unseren Mondkandidaten abtanken, weil der soll ja auch weiterarbeiten. Wir bringen gleich auch das restliche Getreide auch noch in die Mühle. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber dann sehen wir nämlich auch gleichzeitig, ob das Mehl schon verarbeitet ist. Und wenn ja, dann können wir den Spaß nämlich auch gleich füllen. Weil wir brauchen Geld. Wir brauchen immer Geld. Nein, wir brauchen immer viel Geld.
So muss man es ausdrücken. So. Hier sieht man sogar noch unsere Spuren vom von der Herfahrt. So, mal wieder zurück ins Tal, hätte ich fast gesagt. Berg runter. Und ja. Ist nicht mehr weit. Das ist schon mal gut. Ist schon rockgelegt. Hier stehe ich zu. Wir kriegen das hin. Du. So, hier müssen wir abbiegen. Meine ich wenigstens. Und hier müssen wir auch schon wieder abbiegen. Timing mit dem Auto ging einigermaßen, würde ich sagen. So, ja, und jetzt müssen wir hinfahren, dass wir den Kollegen leer machen. Und dann stellen wir fest, dass der andere sich noch ein paar Weizen holt. Das ist aber mehr im Grammbereich. Und dann werden wir den nämlich umsetzen, dass der schön auf der 1 unseren Raps macht. Mal gucken, aus dem Raps können wir dann Biodiesel machen. Dann müssen wir nur mal gucken, was die Verhältnismäßigkeit ist, was denn mehr bringt. Ja, das ist der Kollege, der jetzt der von den Weizen gemacht hat mit der Strohablage. Der Drescher ist fertig. Ja, der darf sich dann gleich eins von diesen beiden Feldern da gönnen. So sieht das aus. So, munter dabei. Stehen auch an der richtigen Stelle. So, wunderprächtig. So, wir skippen. Ja, ich weiß, der Mist soll weiter. Aber wir wollen natürlich jetzt auch den Kollegen hier drüben leer machen und auf der 1 ansetzen. Und dann müssen wir sehen, dass wir den Mist noch anliefern, den Kalk wiederholen, hier noch Stroh machen. Also wir haben, eigentlich haben wir mehr als genug zu tun, würde ich sagen. Mehr als genug zu tun. Aber wie gesagt, den Strohpart, den brauchen wir jetzt nochmal. Dass wir noch so ein bisschen Reserve haben halt, ne? Oh cool, ich bin hier den Hügel hochgefahren. Das ist auch mal was Schönes. So, wir sind schon leer. Keine Sorge, ich bleibe auf unserer eigenen Bahn hier. Sind ja auch nicht super schnell, sondern, ne? So, hier kommt nichts. Vorne kommt nichts. Super durch die Schilder gekommen. Wow! Ich weiß nicht, wie das manchmal kommt, dass er jetzt die Lenkung immer noch weiter lenkt. Es könnte natürlich sein, dass vielleicht so ein Easy Lenken oder sowas sonst irgendwann mal anhatte. Hier müssen wir auf jeden Fall Vorgewende fahren. Sonst sind wir ziemlich gekniffen. Das Vorgewende hier. Gucke ich mal, werde ich mal kurzfristig fahren lassen. Weil ich möchte jetzt einmal ihn darüber bringen. Gucken, ob der Mehlpart schon fertig ist. Weil er macht jetzt erstmal Soja. Soja werden wir direkt verkaufen. Und schön viel Geld mitmachen. Hoffe ich doch. Wow, okay. Leicht angeditscht. Hier soll ich jetzt mal ein bisschen ranscrollen und mal gucken, ob alles verarbeitet ist. Aber nicht wirklich, muss ich sagen.
So, ich liefere mal an. So, wenn ich jetzt wieder rückwärts fahre und hier vorne gucke, indem ich eine Minute vorgespult habe, dann seht ihr selber, wir haben gerade 18.000 Mehl fertig. Also ich kann jetzt mit ihm hier sorglos hinfahren und den Kollegen Soja dann bedienen. Und dann müssen wir den Kram echt mal eine Runde bewegen. Sprich, ich rede jetzt vom... Kommt keiner, sehr gut. Ich rede natürlich jetzt vom Mist und vom Kalk und von dem ganzen anderen Spaß. So, hängt er fest oder schafft er... Okay, ich bleib mal hier stehen. Der Mondkollege ist definitiv noch nicht voll. Eigentlich wollte ich genau da gucken, ob er es schafft oder nicht. Aber ich flitze jetzt einfach mal rüber. Kann sich das ja auch mal in Ruhe hier angucken. Ne? Ich wollte halt einfach hier an der Stelle Platz haben, dass er hier am Tor nicht hängen bleibt. Hier auf diesem Stück ist es vollkommen Schnuppe, wie ihr seht. Da ist, hat er mehr als genug Platz, weil der Weg hier direkt langführt und hinter da noch ein Grünstreifen ist. Ne? Das macht also gar nichts dann. So, ja, aber während ich hier so rumwurschtel, stelle ich gerade fest, dass wir leider schon wieder am Ende der Folge sind. So schnell geht es tatsächlich. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank und ja, bis morgen.